So, hier wohnst du jetzt, ne? Ein Haus hier. Jetzt wollen wir mal nach der Brücke fahren. Hä? Die Ingrid möchte gern, dass du da was einlegst, so ein Blättler oder weiß ich was. Und was? Sie will das auch sehen. Sie hat auch ein Apparat. Ach, Video, na ja. Geht das? Ja, ja. Kannst du das machen? Ja, ja. Gucken. Toll. Also so. Ich musste nicht so oft nehmen. Nein, warum? Ich sehe immer blöd aus. Ach, das sind wir alle ein bisschen. Mir geht es immer zum Bahnhof runter. Ja. Da. Und hier parken wir. Großzügigerweise beim Xing Chong. Damit ich wieder komme. Ja. Nun ja, schauen wir mal. So, gehen wir mal in den Plünderladen. Jetzt gehen wir mal in den guten Laden rein. Naja, doch nichts Schlechtes hier. Also die Ingrid, wenn die kommt, die schlägt zu, die kauft dann. Ja? Ja, die findet immer was. Naja, Flohmarkt, ne? Hallo, Peter und der Annegret. Sorry, ich bin der Volker, sorry Annegret. Peter, Dasin. Wie geht's? Gut. Kommst auch drauf. Ja, ja, schön so. Ja. ihr müsst rumschauen. Ja. Ich gehe um 11 Uhr, muss ich nach Niederhof gehen, da muss ich was holen. Und wer löst dich ab? Ja. Ich muss da bleiben, ja, ja. Ich muss schaffen. Ja, ja. Ich habe dann am Ruhm und so, ist schon immer was, du weißt. Ja, wir gehen an der Brücke, wir gehen an der Brücke. Am Brückefest. Na ja. Na ja, gleich bei uns auch. Das ist die Einkaufsstraße. Ja, da kannst du mit dem Auto fahren, aber jetzt heute nicht wegen. Na ja. Hast du Volvo, den habt ihr ja auch. Ja. Wenn wir jetzt nur zum Rummeln kommen, seid ihr. Extra für uns. Ja. Und jetzt gehen wir jetzt noch weiter, Brückenfest. Hier, ganze Luftballon aussuchen. Ja. Aber so viel Ausfall, da weiß ich gar nicht, was du nehmen sollst. Wollen wir mal Fotogeschäft fragen, wie man das machen kann da mit dem Fotogeschäft, dass das die Ingrid aussehen kann? Ach so. Wenn man da mal fragen. Nö, boah, ich ruf die mal an. Ach so, ja. Oh, yeah.
ja. Ja, dann weiter und jetzt. Schön. Mhm. Und den dürfen wir da rein zum Fotografieren. Direkt an der Kanzel. Mhm. Ja? Mhm. So. Ich gehe immer, ich bin ja evangelisch, ich gehe immer nur da in den Raum da und römisch-katholisch bist du? Nein, evangelisch. Meine Kinder sind katholisch. Mein Mann wollte das, der war katholisch. Dann habe ich gesagt, ja, das ist. Obwohl er ist ein guter Autofahrer, habe ich mir. Aber. Na nun, ja, ciao. Ach, ist er jetzt hier rüber nach der Schweiz oder was? Ja, wir kommen in Schweiz. Ach so. Wir sind schon da. Gleich. Ach so. Das ist jetzt hier rüber. Ja. Da lohnt sich heute nicht mehr mit Schmuggeln, ne? Ne. Aber mich haben sie mal erwischt. Ja? Hohe Strafe nicht dran. Schöne Brücke. Ja. Ja. Glaubst du auch, dass der Volker da runterspringt? Was? Dass der Volker da runterspringt in den Rhein? Warum nicht? Oh. Das ist alles gemäuer hier, ne? Ist das ein Kraftwerk da hinten oder ist das? Ja, ja. Das ist ein Kraftwerk. Und da kannst du auch mit dem Schiff fahren, gell? Ja. Und da ist ein schönes Lokal, damit sieht man schon weiter hinten besser, wo man sitzen kann. Oh. Da waren sie die alte Balken hier, ne? Habt ihr da Rhein in Bochum? Hä? Habt ihr da Rhein in Bochum? Rhein? Nein. Oh. So, ja, ist nicht weit. Ah. Das heißt übrigens nicht Bochum, das heißt Bochum. Bochum. Wenn du Bochum sagst, dann merkt man sofort, dass du ein Ausländer bist. Wir haben die Ruhe in Bochum. Die Ruhe haben wir ja. Das ist doch schön, gell? Hier. Ich sag, da ist ein Lokal, sehe ich gar nicht. Hier links ist ein Lokal. Aber ist nicht weit. Wo haben wir das Tageslicht? Schön warm. Ja, die ist lecker, ne? Gell? Ah, ihr kennt euch aber aus hier. Lind, aber das ist doch gerade das Berg hier nicht? Nein. Zollamt. Ja. Das war immer, ne? Ja. Alles zu. Ja. Und jetzt kommen wir hier. Hier ist ein Lädchen, ein schönes Lädchen. Ja. Ja. Was gibt's da? Oh, alles möglich. Da waren wir früher immer scharf. Hä? Ach, das ist ja zu. Ach du lieber Gott. Vielleicht ist das zu. Weiß ich nicht. Ach Gott, war das schön. Früher da.
Und das ist ein Lokal. Und dann wird es uninteressant. Ach, da gibt es nichts mehr dann? Hä? Da gibt es mehr zu sehen? Ja, schon, aber so. Das ist zu weit für uns. Ah. Aber schön ist es hier. Oh, das ist ganz zu, glaube ich, ne? Ja, ja, ja. Sieht aus so arg, haben wir da gehabt. Und da wollte ich euch die schöne Schweizer Fahne sehen. Die Ingrid hat eine Schweizer Fahne an mir da raus. Ja? Also du bist doch kein Schweizer. Das macht nichts. So, das ist also die Schweizer Seite hier. Nochmal. Und jetzt filme ich nochmal diese berühmte Holzbrücke, die von innen war. So sieht sie von außen aus. Schweizer Seite und jetzt schwenke ich rüber auf die deutsche Seite. Das ist sie. Und da ist der Ort, wo wir da waren und die Kirche. Wo hier noch ein Brot holt, hat sie wohl nichts zu essen, die Kleine da. Alle, bei euch sind die Geschäfte bis 8 auf, ne? Ja, nicht alle. Hier auch nicht. Eben, und drum muss man immer gucken, dass man rumkommt. Und dann? Ja. Sag mal 12. Oh, oh. Wir gehen geradeaus. Der Rhein heißt Rhein, weil er Rhein ist. Willst du darüber schwimmen? Da haben wir schon mit dem Gärtner. Mein Mann ist drüber geschwommen. Ja, und dann kann man nach Hause kriegen für den Arsch drauf. Und ja. Die haben doch da drüben noch ihre Bunker stehen, ne? Ja? Die Schweizer. Ja, die haben Bunker gebaut. Und da sind sie immer rüber und auf die Bunker sind sie gesessen und haben uns gerufen. Und ich hatte mal Angst, der kommt nicht mehr rüber. Das ist ganz schön breit. Ja, gucken wir mal gleich. Ja, aber. So, gestern für Jutta nochmal die Brücke hier, diese, wie gesagt, von der anderen Seite, also das ist die Schweizer Seite. Schweizer. Und jetzt filme ich mal die Brücke, hol sie ein bisschen ran. So. So sieht sie von hier aus. Da kommt der Mutter Bohme und da ist er wieder Deutschland. So. Turm, sagt Gisela, kann man schön feiern. So, jetzt gehen wir essen. Und tschüss. Weil wir auch mal drauf sind, ne? Auf dem Bild. Ach so, sie macht das jetzt? Ja. Ah ja, schön. Nach Jahren nochmal wieder getroffen haben. Da muss man mal die Augen aufmachen. Ich mach immer so. Warum? Kommen wir immer hier rum? Im Garten Eden hier, wir gucken nochmal. Ja, ist doch schön hier, war oder nicht? Ja. Ja, von der Schmiede hier guckt. Hast du wieder was dazugelernt in deinen jungen Jahren? Ne? Also die Amerikaner sind ganz verrückt, wenn die was sehen. Was? Hier, das hier, ja, ja, kann man ja vorstellen. Die sind da ganz. Bei denen siehst du nur Bomben und einen Krieg. Ja. Ja. Ne? Geh doch mal weiter, damit die Blümchen draufkommen. Ja, bitte die Blümchen draufkommen hier, die schönen. Ach so, ja. Die Rosen und Nelken. Schöne Grüße, Jutta nochmal. Ja, da brauchst du schöne Grüße, Jutta. Ja, Jutta. Viele Grüße. Aus. Den schönen Schwarzwald. Aus dem Klausenhof, ja. Klausenhof, jetzt weiß ich es wieder. Naja, deine Tochter will sie bitte den Film ja auch dann mal sehen, ne? Ja, die will ihn gerne sehen. Sehr gut. Schauen wir mal. Komm lieber weiter. Und wenn der Katze kommt, die kann es nicht lassen, sie muss. Ja, hier, das ist mal. So war Wallersee hier von der Kirche, ich weiß es nicht. Aber wo man mal. Also du weißt doch, du siehst doch, das ist der Wallersee. Ja, ja, klar, aber ich weiß nicht mehr, wie das so früher war, aber. Ja, das ist schon, wie gesagt, das ist hier schon bald 100 Jahre alt, oder? Oh. Hä? Ja, hier ist die Stube, wa? Dein Stübchen hier. Ah, komm jetzt. Und komm, du Wohnzimmer. Du kannst gerade noch den wunderschönen Balkon. Oh. Küche. Aber da ist nicht aufgeräumt. Das macht doch nichts. Und jetzt gehen wir auf da geht's zum Batzchen, das brauchen wir nicht zu zeigen. Nee. Und hier gehen wir hier auf den Balkon. Ja. So, wisst ihr? Ist auch schön hier. Ja? Ja, aber uralt auch. Uralt? Ja. Und hier guckt sie auch mal ins Grüne. Ja, kann ich ins Grüne gucken, ja.
da. Guck, jetzt gehen wir wieder rein. Küche vorbei. Ne, Korridor, so war das. Schönen Schrank. CD und Fahrrad, ne? Nein, CD und alles. So. Ich kann das doch nicht. Oh. Wir sind wieder im Wohnzimmer. Bis ich das rausgeknüppelt habe. Boah, das sind alles so Sachen da. Da. Die sollen mir nicht immer so was Modernes. Und da geht es ins Schlafzimmer rein. Ja, da kannst du auch rein. Kann ich auch mal reingucken. Das war eine alte Bude. Auch das war, man hat man gedacht, dafür. Das hast du eine große Schuhgröße. Manometer. Was soll das? Große Schuhgröße. Das habe ich der Jutta abgelutscht, weil das mir gehört hat früher. Ja? Und die hat mir es gegeben. Nein. Ja, nee, der Anni hat mir es noch gegeben. Anni? Ja. Das Schlafzimmer ist uralt, das ist von der Chefin. Mhm. Und da habe ich halt nie aufgeräumt, da hänge ich halt die gemacht doch nicht. Damit sie nicht verknittert werden. Wenn Jutta mal eingehört wurde, wieder hier. Gucken. Schnurrst, wa? Ab die Schuhe, du. Ja. Mann. Ja, ist das schön. Ja. So, ich habe noch eine Kuckucksuhr ohne Zeiger, haben wir repariert noch. Zu früh gefolgt. Das ist eine Geheimuhr von der Stasi. Nur mit den Bildern wollen wir mal hier aufhören. Wir haben ja kein, ich habe keinen Film mehr drauf. Ich würde sagen, nochmal schönen Dank, Gisela. Wofür? Ja, fürs Einladung und ja, hoffen wir, dass wir uns gesund mal wiedersehen. Ich sag, vielen Dank für alles. Ja. Ich habe einen schönen Tag durch euch gehabt. Ja, siehst du. Ganz schönen Tag. Einen schönen Geburtstag, ja. Würde ich sagen, gell? Ja. Wunderbar. Und ihr noch Geschenke kriegt. Ja. Ja, dann wollen wir ja hoffen, dass wir mal wiedersehen. Ich habe mal gesagt, dass ich mit der Tochter mal in Verbindung trete. Ja. Und dann schauen wir mal. Wirst du nicht bereuen, wenn du die kennenlernst. Na gut. Mit der kannst du Pferdestelle gehen. Ja? Aber da, wo keine sind, oder? Na gut. Dann wollen wir mal hier draus schwenken noch und dann hören wir damit auf. Ich schwätze da allen Typ und der nimmt das da auf.